Grüße, liebe Gamer-Freunde, zurück zu Assassin's Creed Brotherhood. Anbetung der Könige aus dem Morgenland. Ich weiß nicht, warum das gerade aufgetaucht ist. Ich ignoriere es einfach mal gekonnt. So, ich habe mich entschlossen, tatsächlich nach vielen, vielen Folgen des nur noch... ein kleiner Frame-Einbruch, dabei habe ich das in letzter Folge so sehr gelobt, dass... was war, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Hm. Schön, schön. Wo bin ich denn jetzt hier? Huch! Nach langer, langer Sucherei auf jeden Fall habe ich mich mal entschlossen, die Hauptgeschichte weiter zu spielen. Und deswegen gehen wir jetzt hier rein. Und sehen Lucrezia und Cananea Forza, die wir retten wollen und die ein bisschen entblößt ist. Salve, Cittadini di Roma! Genießt diesen prächtigen Anblick! Katharina Sforza, die Hure von Forli! Endlich kriecht sie zu Kreuze! Ha! Niemand kniet tiefer als Lucrezia Borgia! Wer stiftete euch an? War es euer Bruder oder euer Vater? Vielleicht waren es beide! Vielleicht sogar gleichzeitig? Giudi la bocca! Niemand beleidigt die Borgia! Und das gilt jedem, der uns die Stirn bietet! Gutes Volk von Rom, bleibt stark! Ihr werdet frei sein! Eure Zeit wird kommen, ich schwöre es! Da ist jemand sauer. Sie werden sie foltern. Euer Ziel sind Cesare und Rodrigo. Katharina ist eine mächtige Verbündete. Wenn wir ihr in der Not beistehen, wird sie auch uns helfen. Vielleicht. Aber tötet zuerst Cesare und Rodrigo. Natürlich. Ja. Burgsteiger. In die Engelsburg eindringen und Rodrigo und Cesare eliminieren. Nicht entdecken lassen. Ja. Das heißt aber, wir werden nicht desynchronisiert, wenn wir entdeckt werden. Ich weiß nicht, was ich tue, wenn ich über die Brücke gekommen bin. Übrigens. Und ich fürchte gerade... Na toll. Ihr da! Halt! Das ist ein bisschen gemein mit den Stehlen, weil ich wollte eigentlich nur schneller laufen. So. Ja, jetzt haben wir eh schon die 100%ige Synchronisation hier verloren. Ich weiß, ich habe das sehr geschickt gemacht, definitiv. Reden wir nicht drüber einfach. Wie wär's? Zumal ich wahrscheinlich auch hätte einfach ins Wasser schwimmen können und hier rüber geschwommen wäre. Dann wäre das definitiv leichter passiert. Ich war ambitionierter, als ich das erstmal durchgespielt habe, weil da habe ich wirklich pingelig hier gespielt. Ja. Ja, ja, dann sah ich es halt drum, ne? Sei es eben drum. Ja, ja. Ernsthaft? Da wir das Geld ja brauchen. Ich meine, wir sind jetzt eh entdeckt worden schon. Deswegen ist es komplett egal, ob ich jetzt hier alle niedermetzle oder nicht. Vergesst den Papst, ihr untersteht nur mir. Rom ist der Eckpfeiler, der unsere ganze Unternehmung trägt. Rom darf nicht wanken. Und damit keiner von euch. Und il Vaticano? Diese Bande alter Männer? Spielt ihr Spiel mit. Schon bald brauchen wir sie nicht mehr. Aha. Cesare führt... Er überlässt uns Roma.
Sie ist in guten Händen. Mit sie ist natürlich die Stadt gemeint. Aber interessant zu sehen, dass ein gewisser Cesare den Papst hintergehen möchte. Seinen eigenen Vater. Achso, ja, wir können ja ein Attentat durchführen. Upsala, hoppala. Ach, wie ungeschickt von mir. Mensch. Oh, hat so Armbrustbolzen für mich. Jupp. Hat er. Hat er. Wir waren ja schon mal in der Engelsburg, als wir auch die Leonardo-Mission, die zwar nach dieser Hauptgeschichte spielt, gespielt haben. Das irgendwie klingt doppelt genoppelt. Wohin muss ich? Ich sehe diesen grünen Punkt die ganze Zeit. An sich kann man es natürlich so spielen, dass man nicht entdeckt wird. Dafür sind diese Stangen auch fast perfekt. Huch, bevor mich irgendjemand entdeckt, einfach mit einer Armbrust. Bam! So. Theoretisch ist es fast perfekt ausgelegt, dass man hier einfach hochkommt. Keine Ahnung, wenn ich versucht habe, da abzuballern. Es war ganz eigenartig, aber ich wusste nicht, wie ich es abstellen konnte. Habe ich schon mal gesagt, dass ich die Armbrust liebe? Ja, okay. Heute schon in der Engelsburg hochgeklettert. Ich meine, das Gebäude muss gigantisch sein, wirklich. Also ich habe Rom leider noch nie mit eigenen Augen sehen dürfen. Ich hoffe, ich schaffe es irgendwann mal in meinem Leben dazu, wenn es finanziell klappen würde und zeitlich und dergleichen. Aber ich stelle mir das gigantisch vor. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich falsch gesprungen bin. Können wir nochmal zurückspringen? Ja, ganz knapp. Und ich stelle es mir wirklich gigantisch vor. Einfach unglaublich, aber das würde mich wirklich interessieren. Wer von euch schon mal in Rom war, schreibt es mir mal, wie eure Eindrücke waren. Und kennt ihr auch Assassin's Creed Brotherhood? Und habt ihr es damit super vergleichen können? Cesare. Lucrezia. Man muss anmerken, das sind Geschwister. Ich hoffe, du hast unseren Gast gut behandelt. Dieses Schandmaul. Wie gern würde ich es ihr zunehmen? Ich persönlich bevorzuge es offen. Oh. Hast du mit dem Papst wegen der Gelder für meinen Bankier gesprochen? Er ist nicht in der Burg und er muss noch überzeugt werden, wenn er zurückkehrt. Das sollte kein Problem sein, richtig? Nein. Nur, es wird recht einsam hier. Wir beide verbringen so wenig Zeit miteinander. Du bist so beschäftigt mit deinen anderen Eroberungen. Bald. Wenn ich Italiens Thron bestiegen habe, wirst du meine Königin sein. Und deine Einsamkeit gehört der Vergangenheit an. Ich kann nicht warten. Benimm dich, solange ich fort bin. Eieieiei. Lucrezia Borgia. Lucrezia wurde von Kindesbeinen an zu einem wahrhaftigen Spielball für die Machenschaften ihres Vaters herangezogen. Sie wurde dreimal im Interesse des Papstes verheiratet. Mit nur 13 Jahren wurde sie mit Giovanni Sforza das erste Mal verheiratet, um die päpstlichen Beziehungen zu Mailand zu fördern. Doch als sich der Papst gegen Mailand stellte, konnte er mit dieser Ehe nichts mehr anfangen. Cesare drohte, Giovanni umzubringen und so floh dieser. Um die Ehe auflösen zu können, erklärte der Papst Giovanni letztendlich für impotent, damit er natürlich quasi den ehelichen Pflichten nicht nachkommen konnte und damit eine Ehe eben unwirksam geworden ist im katholischen Sinne.
Da diese Verbindung nun nicht mehr existent war, konnte der Papst eine weitere Ehe arrangieren. Dieses Mal mit Alfonso von Aragon. Aragon. Sie sollte die Bindung zu Neapel festigen. Cesare hasste es, dass ihm der 19-jährige Alfonso Lucretias Aufmerksamkeit stahl, und so erstach er ihn im Jahre 1500. Doch trotz mehrerer ernsthafter Wunden starb Alfonso nicht. Wie durch ein Wunder erholte er sich im Verlauf der nächsten Wochen. Als er das Unmögliche schaffte und sein Krankenlager verließ, wies Cesare Micheletto an, ihn zu erwürgen. Lucretias wurde aus dem Zimmer geworfen, und während sie zum Papst rannte und um Hilfe bitten wollte, wurde Alfonso ermordet. Hinweis: Das war nicht das erste Mal, dass Cesare einen Mann aus Lucretias Umfeld getötet hat. Im Jahre 1498 ertränkte er Pedro Calda, dem päpstlichen Kämmerer, weil er ihr zu nahe gekommen war. Tja, also Cesare war sehr verliebt in seine Schwester oder hatte nur Besitztum. Ganz interessante Geschichte, deswegen lese ich das auch an sich hier gerade vor. Alfonso I., Lucretias dritter Ehemann, heiratete sie verständlicherweise nur sehr widerwillig. Doch die Strategie des Papstes für Mittelitalien erforderte es, dass er die Beziehung mit Ferrara festigte. Also zahlte Alfonsos Vater Ercolo d'Este, dem Herzog von Ferrara, 300.000 Dukaten und gestand ihm noch andere Privilegien zu, um die Partie zu sichern. Die zwei waren verheiratet, doch amüsierten sie sich auch außerehelich. Lucrezia schlief mit dem Dichter Bempo und Francesco II. Gonzaga. Ihre Beziehung endete, als Francesco die Syphilis bekam. Lucrezia starb bei der schwierigen Geburt ihres 8. Kindes im Jahre 1519. Ja, Verhütungsmittel kannte man zu der Zeit leider nicht. Was ist denn mit den anderen 7 Kindern, fragst du dich jetzt? Das erfährst du in der nächsten Folge von Die schlimmsten Horrorromanzen der Welt. Ja, 8 Kinder. Heilige Scheiße. Die hat aber, man muss ganz ehrlich gestehen, die hat für ihre Rente gesorgt. Ist ganz witzig, mein Personalmanagement-Dozent, wollte ich jetzt gar nicht fallen. Mein Personalmanagement-Dozent. Öffnet das Tor! Der Generalhauptmann reist nach Urbino! Ist das Cesare? Naja, tatsächlich. Machiavelli wird sicher schwer enttäuscht sein. Das ist wohl wahr. Wie komme ich jetzt am besten hier entlang, ohne dabei abzustürzen? Da habe ich jetzt nicht so die Lust drauf. Machen wir das so. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe den Faden verloren. So schnell bin ich abgelenkt. Das ist ganz schlimm. Es ist wirklich. Also ich mag das selber nicht, aber ich kann es halt einfach anders nicht. Es ist ein Teil meiner Persönlichkeit, dass ich schnell Sachen wieder alle vergesse. Und wirres Zeug rede. Bin ich nervös? Ich weiß es nicht. Öffnet die Zelle. Wie verlief eure Reise? Wart ihr in Cesares Privatkutsche? Ihr seid erbärmlich, Lucretia. Worüber hat er geredet? Seine Pläne für Napoli? Ach, gefielen sie euch? Ich kann mich nicht erinnern. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Das wird euch eine Lehre sein. Sperrt ab und gebt mir den Schlüssel. Oh, jetzt müssen wir die schon wieder beklauen. Das tat sicherlich weh. Katharina Forza aus der Gefängniszelle befreien. Auf jeden Fall, mein Personalmanagement-Dozent, der hat mal ausgerechnet, was wir eigentlich im heutigen Standard tun müssten, um unsere Rente zu sichern, ohne dabei irgendetwas zusätzlich zu leisten. Das heißt, jeder von uns müsste mindestens 3 Kinder kriegen, die dann natürlich auch arbeitstauglich sind, ne? Nein, nicht runterfallen. Oh, danke schön. Ich brauche deine Bolzen. Ich muss ja sagen, meine Armbrust ist definitiv schöner, ne? Ach, Entschuldigung, Mister. Ich wollte das doch nicht. So. Wo muss ich denn jetzt? Ah ja, ich muss nach unten. Das sehe ich doch gerne. Auch hier waren wir schon mal.
Aber wir tun einfach mal so, als wären wir ganz jungfräulich hier. Runter! Okay. Ihm nach, ja. Spätestens hier wäre ich sowieso entdeckt worden, ganz ehrlich. Das hätte ich niemals unentdeckt geschafft. Weil ich so ein Hitzkopf bin und einfach mal losrenne. Und dann kommen immer Husk entgegen oder so eine Scheiße. Müssen wir nach oben oder nach unten? Tendenziell würde ich ein Gefängnis nach unten legen. Tendenziell sieht es aber schlecht gerade aus. Tendenziell würde ich ein Gefängnis nach oben legen. Hier ist auch falsch. Boah, was zur Hölle? Was zur Hölle? Müssen wir hier rein? Wir waren schon mal hier. Tendenziell sind wir komplett falsch, weil wir gerade wieder am Eingang der Engelsburg sind. Das heißt, ich muss jetzt hier hochklettern. Entschuldigung. Das ist aber auch ein gemeiner Punkt. Das ist auch hoch und runter. Okay, andererseits, ich hätte einfach mal durch schlüssiges Denken drauf kommen sollen, dass wir hoch müssen und nicht runter, weil ich gerade irgendwo oben auf der Engelsburg war. Aber das, Leute, das wäre zu einfach. Und jetzt renne ich wieder raus, ne? Wir müssen einfach hier entlang, wo die Wache herkommt. Das ist zu einfach. Oh, mein Rücken. Bitte. Ja, I see you too. Ups. Hoppala. Oh. Ezio. Was machst du hier? Meinen Schneider aufsuchen. Für meine Rettung würde Cesare sich rächen. Zum Glück für uns ist er nicht da. Ob es einen zweiten Schlüssel gibt? Die Wache gab ihren Lucrezia. Also fürchte ich nicht. Weißt du, wo sie ist? Ihr Quartier ist ganz oben im Castello. Gut, bleib hier. Der Schlüssel gehört quasi mir. Ich gehe nirgendwo hin. Offensichtlich. Femme fatale, den Schlüssel zu Katharinas Zelle von Lucrezia Borgia besorgen. Nicht mehr als 10 Quadrate der Gesundheitsanzeige verlieren. Und so viele habe ich gar nicht. Aber das heißt, ich darf jetzt in ein offenes Gemetzel kommen. Warte, müssen wir. Sie haben E-Mails erhalten. Verlassen Sie den Animus. Ganz ehrlich? Ganz ehrlich? Die E-Mails sind doch eh alle langweilig. Es ist doch eh nur wieder, wer wo was essen holen soll. Das war kein richtiger Satz. Müssen wir jetzt hier hoch? Führt auf jeden Fall alles nach oben. Oh, schön. Ich liebe dich so, dass ich es laut hinausschreien möchte. Bitte, du darfst es nur leise flüstern. Wenn Cesare es herausfindet, wer weiß, was er tut. Bist du nicht... Was war das? Ich komme zu spät zur Probe. Leb wohl, meine Liebste. Ich habe alles mit angehört, Mia Signora, und ich kann es bezeugen. Gut. Sag es, Cesare. Sehen wir, wie es sich anfühlt, die Rollen zu tauschen. Ja, Signora. Mein Gott, ey, wie sie sich einfach darum... Er liebt mich. Er liebt mich nicht. Mein Gott. Und sie meint damit ihren Bruder gerade, ne? Bitte, fahrt fort. Ich wollte euch nicht stören. Ezio Auditore da Firenze. Wie schön, euch zu sehen. Ich habe viel von euch gehört. Schade, dass Cesare nicht mehr hier ist. Er hätte es sicher genossen. Ich kämpfe nicht gegen euch, Lucrezia. Befreit Katharina und ich halte ein. Unmöglich. Dann lasst ihr mir keine Wahl. Wache! La 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 la! Ich kann nicht riskieren, euch hier zu lassen. Also kommt ihr mit mir. Doch solltet ihr schreien, werde ich euch die Zunge abschneiden. Rettet ihr jetzt Prinzessinnen? Bevor wir Lucrezia weiter durch die Gegend tragen können, leider, ist die Folge vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.